Tip! I'm so excited! But let's keep it together. At least until the first death. I hope your front door is locked and your phone is switched off. It's match time. And nothing can come in the way of a head coach and his blood bowl! That's a surprise. They've hired a star player. We have some very skilled players on the pitch. The team's looking true. Bob? I know that look, Jim. That confident saunter and walk. That team's been on the training ground. One team is obviously more skilled than the other. It's going to be hard. Ja, huhu, hier wieder beim Koali und bei Blood Bowl 2. Spiel mit der Not Bowl Chaos Squad gegen Waldelfen. Und die haben wieder diesen merkwürdigen, nichtsnutzigen Starspieler dabei, den schon die Hochelfen im letzten Spiel hatten. Naja, mal sehen. Coin Toss! Wir möchten zuerst verteidigen. With a Wood Elf team opposite me, I'd be on the watch for holes in the defense. Ja, ja. Wir machen wieder die Zwischensequenzen auf Touchdown und den Kommentar etwas leiser. Und seht mal, was der Bero da jetzt für eine komische Gaswolke hinter sich herzieht. Wie im echten Leben. Nein, Spaß. So. Wen wollen wir denn dabei haben? Ich glaube, der... Es sind Waldelfen. Wir brauchen Leute mit Tackle. So, Cartman hat auch keinen Tackle. Schlimm genug, aber er ist nun mal einer unserer wichtigsten Spieler. Mischke halten wir auch mal drin. Joa. Oh, den Koriminus können wir noch austauschen gegen Koali. Und dann bestätigen wir die Einstellung und kicken den Ball mal rüber in die Waldelfenzone. Hey! Gegner hat schon wieder 10 Wiederholungswürfe, wofür auch immer. Und wir haben einen extra Wiederholungswurf bekommen mit 7. Touchback! Schlecht gekickt von uns. So, dann fangt man an, ihr Waldelfen. Bin gespannt. Na? Wird das heute noch was? Wo ist die Agilität der Waldelfen, wenn man sie braucht? Ah, da kommt sie. Okay. Ja, alles nicht so besonders hier. Bin gespannt, wo er gleich den Ballträger hinzieht. Okay, er blitzt mit dem Ballträger. Okay, okay, okay. Ja, würde ich auch sagen. Sehr strange, die Aktion. Ja, und da fliegt schon direkt der erste Wiederholungswurf. Oh, ist durchgekommen. Oh. Okay. Was kann der denn hier, dass er so... so toll unterwegs ist. Er hat Blocken. Okay. Irgendwelche komischen Wurfsachen und Team Captain. Alles klar. Der hier, Bewegung 9 und Gewandtheit 5. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der muss weg. Der muss weg, Leute. Der ist richtig gefährlich.
Aber ich denke, wir starten mal mit einem Block gegen den Kampftänzer hier. Abwehren. Und gelähmt. Sehr schön. Und stellt sich ja hier der kein Block. Nicht ungestraft neben die Chaoskrieger. So. Koali und Manu. Ich denke, der Manu ist da schon ganz gut, wenn er jetzt hier blockt. Erholungswurf. Wir wollen den niederhauen. Folgen. Ja, zweimal die Chance gehabt, den Ball aufzuheben. So, Cartman einmal hier neben den Ball bitte. Der Frank stellt sich auch hier hin neben den balltragenden. Mal hier rüber. Wo ist denn hier unser Kollege? Mal hier rum. Das ist der Mischka, ist natürlich auf der ganz anderen Seite. Das ist auch nicht so geil gerade. So, und unser Tentakelvieh. Ah, er will sich sogar bewegen, ist okay. Nun versuchen wir mit Koali mal den Ball aufzuheben. Oh, perfekt. Läuft. Dann übergeben wir den Zug an die Waldelfen. Also, ich weiß ja nicht, also wie jeder darüber denkt, aber der erste Zug der Waldelfen war so schlecht, wie schon lange kein Zug mehr. Von der KI. Also mit dem Ballträger ins offene, ins gegnerische Feld zu laufen, und ich weiß ja nicht. Blitz! Auf der falschen Seite. Ah, den Mischka wollen sie irgendwie weghaben hier. Ein Fänger mit Stärke 3 ist auch interessant. Ja, da hast du jetzt ein Problem hier, Junge. Genehmt. Okay. Rundenende und wir sind wieder dran. Wir dürfen wieder prügeln und der Frank macht mal den Anfang. Und haut hier mal den Kampftänzer hoffentlich raus. Ja, der möchte natürlich neben dem Ballträger. Alles klar. So, hier haben wir den Werfer. Der steht schön zwei Felder. Es hat der gewandt. Oder nicht, ne? Okay. Blitz! Und dann hoffentlich in die Fans. Gucken, was die Fans dann dazu sagen. Ah, gar nichts. Schade, schade. Ah, das war schlecht. Glück gehabt. Glück gehabt, Glück gehabt. So. Der kann sich nächste Runde wieder bewegen. Das heißt, ich muss den Beiträger zumindest ein bisschen mit Abstand zu ihm hinstellen. So. Du machst hierzu. Du gehst hier rüber, damit der Bero hier einmal blocken kann. Ja, der hat leider ausreichen. Bleiben. So. Hier wird aufgestanden. Mischka, schön aufstehen. Der Chaoskrieger hier unterstützt mal auf dieser Seite, damit Plastiklöffel hier mal ihr Unwesen treiben kann. Komm, und einmal aus dem Leben bitte. Ah, nur gelähmt, leider. Wie gesagt, das ist der gefährliche Spieler.
der hohen Agilität und der hohen Beweglichkeit. So, der könnte hier rein, muss allerdings aus der Tentakelreichweite raus und in drei Tackle-Zonen, also... Naja. Bin gespannt, was er da macht. Einmal auch und dann... Oh, es gibt einen Blitz. Boing, okay. Oh, er möchte den Blood-Scorpion rauskicken. Hat er auch geschafft. Schon das zweite Mal, dass uns jetzt sowas passiert mit einem Negativblock an der Seite. Weil so lange ist dem Blood Scorpion nicht viel passiert. Aber es ist natürlich ein starker Verlust jetzt. Na, gefällt mir nicht. Okay, was machen wir? Ich würde sagen, wir stehen hier erstmal wieder auf mit dem Manu. So, und dann würde ich sagen... Schwer, schwer, schwer. Wir blitzen den Kampftänzer hier. Der gerade unseren Blood-Scorpion entsorgt hat, sozusagen. So. Den Ball mal hier in die Ecke. Der Kampftänzer hier darf jetzt auch mal leiden, finde ich. Komm, Beru. Oh nein. Beru schafft es nicht. Gucken, ob der Samu das besser schafft. Ja. Und ab in die K.O.-Box mit dir. Sehr gut. Lass die Löffel einmal hier rüber. Der könnte jetzt eigentlich wieder hier reinspringen und derselbe Scheiß nochmal abziehen, den er eben abgezogen hat. Bin gespannt, ob er das nochmal macht. Muss ja auch irgendwann da mal schief gehen, ne? Mischka einmal nach vorne. So. Zug beenden. Zieht sich zurück. Feiger Waldelf! Ja, die interessante Aktion kommt ja jetzt gleich erst noch. Ne? Denke ich mal. Ja, er macht's wieder. Okay, diesmal ist der Sprung schon nicht geglückt. Und jetzt der Block. Okay, er hat geblitzt, aber nicht geblockt. Das ist sehr eigenartig. Strange. Sehr strange. Gut. Fangen wir mal an zu kloppen. Na, wo willst du hin? Noch da, alles klar. Jawohl, da sind für den Frank zwei weitere Starspielerpunkte. Weg mit dem Kampftänzer. Rache für Blood Scorpion. So, und der Starspieler hier hat auch zu leiden, habe ich gehört. Der Manu ihn jetzt verprügelt. K.O. Ja, irgendwie ist die K.O.-Animation bei dem nicht so richtig ganz. So, hier, Bewegung 9. Der gehört geschlagen für seine Bewegung 9. Wiederholungswurf. Ja.
läuft. Gelähmt. So haben wir das doch gerne. Kommen Bero nach vorne. Loridas auch nach vorne. Cartman nach vorne. Plastiklöffel nach vorne. Und Kali kann sich so ein bisschen hier an der Line lang tangeln. Sehr schön. So, und der Mischka wird hier mal sich neben den stellen, damit der zumindest ausweichen muss. Und dann beenden wir den Zug. Wir haben nicht allzu viele Leute in den Tackle-Zonen. Also da macht zumindest der Waldelf einen ganz guten Job. Da kommt wieder ein sehr merkwürdiger Blitz. Okay. Alles klar. Aufstehen. Lesrak, einmal bitte den Typen hier hauen. Läuft. Ja, jetzt sind die hier natürlich im Weg. Das ist nur ein Einser-Block, den wollen wir nicht machen. Aber wir stehen so ganz gut. Vielleicht stellen wir den noch da. Ziehen den Frank noch was vor, weil der langsamer ist. Und beenden dann den Zug. Noch drei Züge für einen Touchdown. Also wenn er gewesen wäre, ich wäre vielleicht sogar hier liegen geblieben, einfach um den Weg hier an der Linie lang ein bisschen zu blocken. Na gut, der hat hier hinten noch einen liegen. Naja, aber jetzt wird er halt den Zuschauer gekickt, oder? Da hat er aus, ist er gewandt. Hat der gewandt? Sprinten? Nö, hat er nicht. Fanfutter, würde ich sagen. So, einmal hier. Bam. Mist, der hat ausweichen. Cartman hat immer noch keinen Tackle. Ein Skandal. So, ich würde mal sagen, der Frank geht mal nach hier und kriegt jetzt gleich mal den Ball. So, hier haben wir noch Sachen zu tun. Können wir nämlich mit dem Mischka einen Block anbringen. Naja, mach mal. Bleiben. Sehr schön. Und Plastiklöffel geht man noch hier vorne. Alles klar. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie so schlau war, wenn nur noch zwei Züge und dem langsameren Spieler den Ball zu geben, auch wo die Seite hier relativ gut geblockt ist. Aber wir werden sehen. Wir können im Zweifelsfall immer noch den Ball abgeben. Natürlich mit dem Risiko verbunden, dass wir fummeln.
Da läuft er schon weg. Und jetzt lässt er den hier auch liegen, ne? Wiederholungswürfe fliegen nur so. Und lässt... Nein, er geht sogar hoch mit ihm. Macht den Weg frei für den Durchmarsch hier. Alles klar. Gut, Samu, du bist der Langsamste. Du darfst jetzt hier mal blitzen. Wiederholungswurf bitte. Ja, das sieht besser aus. Folgen. Okay. Sieht doch gut aus. Ist das ein Go-For-It da? Ne, es ist kein Go-For-It. Dann gehen wir mal da durch. Der Cartman geht hier hin. Frank läuft einmal durch. So, und hier wird der eingemauert. Der wird eingemauert. Der wird eingemauert. Bero mit seinem störenden Gesicht. So, und wenn der hier raus will, muss er auch durch mehrere Tackle-Zonen rein. Und das beendet unseren Zug. Bin gespannt. Er läuft jetzt noch mal rüber, aber wird ihm nicht viel helfen. Okay, da hat noch einer springen. Stellt sich aber auch nur in den Weg, also das wird ihm nicht viel helfen da. Ist doch noch der Gefährliche. Das wiederum könnte ihm helfen. Aber so nicht. Alles klar. Gut. Der hier hat Sprinten, Springen, Fangen und Ausweichen. Das heißt, der Cartman schubst den jetzt mal ins Getöse. Ab in die K.O.-Box mit dir. So. Des Weiteren hat der Samur Blut geleckt hier gegen den. Tackle. Folgen. Ab in die K.O.-Box. Jawohl. So, und hier vorne ist jetzt ja dieser komische, gefährliche Typen. Aber so ein Foul beendet auch unseren Zug. Also ich will den Touchdown schon machen. Von daher machen wir hier lieber irgendwo noch einen Angriff. Aber mit wem? Plastiklöffel. Hier der Loy, das könnte mal wieder ein paar Starspielerpunkte gebrauchen. Oh. Bleiben. Leider nicht. Und dann hat der Koali noch einen Schlag frei. Auch keine Casualty. Und dann holt sich der Frank mal sein Level ab. Und die erste Halbzeit ist um. Very nice. So, und jetzt kriegen wir den Ball. Das heißt, der Bero verkrümmelt sich mal vom Feld.
Komm, raus mit dir. Du musst mal Platz machen für Manu. Irgendwann, der Bero steht auch hier so hinten rum und denkt sich so, hey, ich will hier den Ball auch mal haben und so. Ich habe jetzt ja in den letzten Spielen ja auch ein paar Touchdowns gemacht und dann der Coach, nein, du bist hässlich raus. So, Cartman. Geh's mal auf die Flanke, Cartman. Und hier der Blood Scorpion geht auch auf die Flanke. Der Manu auch. Wo ist denn der Langsame? Der Samu ist in der Mitte, das ist er ganz gut aufgehoben. Let's Rack einmal nach da. Ali nach vorne. So, dann haben wir das Ganze doch ganz gut hier schon unter Kontrolle. Einstellung bestätigen. Da kommt der Ball und einer der Elfen wird abgeworfen. Oh, und ist sogar verletzt. Nice, würde ich sagen. Jeder Elf weniger auf dem Spielfeld ist ein guter Elf. So, Blood Scorpion darf beginnen. Es ist risky, aber wir beginnen mit ihm. Bam. Keine Casualty. Bist echt heute nicht in Form. So, hier geht's weiter. Gewandtheit 5. Elfen müssen gehen. In die K.O.-Box mindestens. Ah, come on. Frank, gerade frisch geupdatet. Tja. So nicht, ne? Lesrak haut den mal. Wieder keine Nika-O-Box. Das ist echt... So, gehen wir hier durch. Loridas holt sich auch mal hier einen Gegner. So, und Backfisch, unser Ballträger für die schlimmen Zeiten. Oh, come on, Backfisch. Zusätzliche Arme, come on. So. So, wen setzen wir denn nach vorne? Hier den Cartman. Koali unterstützt hier hinten mal ein bisschen. Gucken, ob er auch drauf eingeht, auf den Köder hier hinten. Denn da könnte sich ein schneller Touchdown anbahnen. Mit ein bisschen Glück zumindest. Erstmal muss er überall aufstehen. Ah, der Blitz kommt hier vorne. Okay. Aua. Okay. Ich würde sagen, wir versuchen diesen, den Move. Aufstehen. Wie gesagt, der ist riskant, aber... Schafft er es überhaupt bis in die Endzone? Ja, mit einem Go for it. Okay. Dann Backfisch, tu dein Bestes. Einmal noch da. Pass. Das ist ein kurzer Pass sogar noch. Come on. Läuft. Kein... Und da ist der Touchdown. Yes! Touchdown! Durch Cartman. Das war ein schöner Touchdown. Elfengleich, würde ich sagen. Elfengleich.
Okay. Zeit, Backfisch wieder auszuwechseln. Wo ist sie denn überhaupt? Ist sie schon von sich aus draußen? Jo. Kuriminus ist auch draußen. Preak ist auch draußen. Das ist schon relativ gut. Einstellungen bestätigen. Vielleicht ziehen wir noch den Mischka in die Mitte. Einfach um besser auf die Waldelfen reagieren zu können mit ihrem Ball. Denn da wird jetzt wieder einiges an Unsinn kommen. Wieder ein Event, von das die KI nicht nutzt. Sehr aggressives Spiel wieder hier. Aber zumindest, ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren die Hochelfen schon ziemlich dezimiert. Die Waldelfen halten sich erstaunlich gut. Oh, ist schon spät. Ein Käfig. Und da kommt wieder ein komischer Block. Nicht mit Koali. Okay, der will da durch. Nee, 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 mein Freund. Jetzt in zwei Tackle-Zonen rein. Eigentlich müsste der sich doch da richtig verletzen jetzt bei so einem dämlichen Aktionsding da. Naja, komm, den Starspieler verhauen wir jetzt gerade mal. Ich weiß gar nicht, wie viel der kostet. Ich glaube nicht, dass er seine Kosten wieder reinspielt. Ist von den Skills her auch nicht so geil. Ja, sehr schön. Samoa verdient sich da ein paar Starspielerpunkte. Ob der Mero das auch schafft. So. Hätte zuerst mit dem Lesrak blocken sollen. Wir hätten beide blocken können, aber jetzt halt so nicht. So, dann machen wir mach mal den Blitz Lesrak. Sehr schön. Raus da und wir gehen neben dem Ballträger. Jo, er ist gelähmt. So, jetzt hoffe ich mal, dass der Blitzkopien mitmachen will. Ja, will er. Perfekt. So, hier ein bisschen den Spieler einmauern. Hier engagen. Wie der neue Engländer sagt. Der neue Deutsche, besser gesagt, mit seinem großen Dinglish-Anteil. So, den will ich auch hier ein bisschen, dass er zumindest ausweichen muss, wenn er sich bewegen will. Bei jedem Würfelwurf, zu dem man den Gegner zwingt, kann schief gehen. Kann man sich so als kleine Merkregel für Blood Bowl-Spiele merken. Immer den Gegner versuchen zu zwingen, bei einfachen Manövern Würfelwürfe zu machen. Wenn man die Wahl hat, dass der Gegner halt sich normal frei bewegen kann, gegenüber einer Bewegung, wo er zuerst testen muss, ob er sich bewegen darf und das Turnover riskiert, dann würdet ihr doch auch Letzteres nehmen. So, da kommt wieder ein Negativblock, dieses Mal aber nicht, mein Freund. Jawohl, das musste bestraft werden. Sehr gut, Blattskorpion. Und nun ist es an der Zeit für den Blattskorpion vielleicht auch ein bisschen zu wüten da unten. Das sieht auch ganz gut aus. Erstmal darf der Bero hier hauen. Alles klar.
So, Blattskorpion haut gleich ein bisschen. Erstmal hier auf den Beiträger rumhauen. Folgen. Okay. Und Blattskorpion, dein Teil, dein Manöver hier. Und? Ah, gelähmt. Okay. Du stehst mal auf. So, wen haben wir denn hier? Den Mischka, den haben wir hier. Und der haut den Feldspieler hier mal. Der hat keinen Blocken. Das heißt, der geht jetzt zu Boden. Das ist der Gefährliche mit der Bewegung 9. Auch gelähmt. Kommt Cartman. Komm mal nach vorne. Vielleicht schaffen wir mit dir noch einen Touchdown. So, ich habe noch einen Blitz über. Aber wir sichern erstmal ein bisschen den Ball hier. Indem wir möglichst viele Spieler außen rum stellen. So, Plastiklöffel. Mal hier neben den Ball. Einmal ein Blitz. Hat der Blocken? Der hat Blocken. Wir wiederholen das mal. Alles klar. So, und hier gehen wir auch noch mal ein bisschen zumachen. Und dann geben wir den Zug an die Waldelfen ab. Und das sieht nicht so schlecht aus, dass wir sogar ein 3-0 hier hinkriegen. Wir sind gerade ganz gut positioniert. Ah, halt unterstützen, alles klar. Hatten wir nicht letzt auch irgendeinem Spieler unterstützen mal gegeben? Ich erinnere mich nicht wirklich. Jo, da ist der Turnover und die Verletzung wegen der beschissenen, dummen Aktion. Weil das war wirklich unnötig. Vor allen Dingen da, wo der hin wollte. Was soll der da? Hier, an der Seite. Naja. Mir soll es recht sein, ein Spieler weniger auf dem Spielfeld. So, wir hauen uns zuerst mal hier. Ne? Hau mal. Läuft. Und der ist tot. Noch mehr Starspielerpunkte für Lesrak. Ich glaube, er hatte den Apotheker schon benutzt. So, Plastiklöffel darf hier blitzen. Sehr schön. Hartmann schnappt sich den Ball. Perfekt. Ist da noch irgendeiner? Nein. Okay, das heißt, du kannst da ruhig durch. Du machst hier zu. So. Hier muss man noch zumachen. Da haben wir hier noch einen Zweierblock. Folgen. Und der nächste Verletzte. Sehr gut, Manu. Ja, der Manu, irgendwie habe ich das Gefühl, der will eine, der will es uns beweisen, so ein bisschen. Also, dass er mitspielen, zurecht mitspielen darf. War ja am Anfang mehr auf der Ersatzbank als im Spiel. Okay, steht auch gut. So, ja, der gefährliche Spieler hier hinten. Ah, Gewandtheit 5, der wird sich nicht viel um die Tacklezone hier kümmern. Dann blocke ich lieber den hier vorne nochmal. Was heißt blocken? Also ich versuche den so ein bisschen... Na ja, ihr wisst schon. Würfe und so weiter.
wieder eine unnötige Aktion ohne Gleichen. Tja. So kriegst du den Mischka nicht klein. Okay. Samu. Warum holt ihr die nächsten Startspielerpunkte? Nö. Plastiklöffel. Noch ein Gelähmter. Dann haben wir hier den Blitz mit dem Lesrak. Tackle ist einfach Gold wert gegen Elfen. Ja, und das ist der nächste Verletzte. Jetzt wird's echt böse von den Weiterelfen. Langsam. Mischka rächt sich jetzt. Okay, da ist nichts passiert. Und Koali darf hier nochmal drauf rumprügeln. Gelähmt. Alles klar, Cartman macht den Touchdown und dann holt er sich endlich Tackle beim Aufstieg. Und wenn wir schnell hinkriegen, ist sogar noch ein weiterer Touchdown drin von der Spiellage her. Das wäre dann mal wirklich ein krasses Spiel für uns. Aber so viele Elfen gibt es da nicht mehr, die da uns entgegenstehen können. Ein Schluck Wässerchen. Wie viele Elfen haben wir denn da noch? 5. Alles klar. So. Kuriminus, Freak, ja, ihr müsst immer draußen warten. Tut mir leid. Gegen Elfen. So, hier. Kick. Vielleicht stehe ich hier sogar ein bisschen zu. Ja, der nächste Elf weg. Ja, okay, nur gelähmt, alles klar. Noch 2 Züge. Na gut, dann muss ich mich echt anstrengen, um dann noch einen Touchdown zu machen, aber... Rein theoretisch ist es möglich. Ja, nur theoretisch. Mit einem Elfenteam. Ja. Da fliegen wieder die Wiederholungswürfe. Nur so um sich. Okay, was muss ich machen, damit ich einen Touchdown machen kann? Ich muss ihm den Ball abjagen. Dann können wir direkt mal hier probieren. So, Ball ist frei. So, dann muss ich einen Spieler so weit nach vorne bringen, dass er in den nächsten Zug einen Touchdown machen kann. Schwer aus dieser Position. Er hier kann nach vorne. Wir probieren erstmal einen Go for it. Okay. Dann hat er eine Bewegung von 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, wir brauchen noch einen Go for it. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mit einem Go for it wäre das möglich. So, dann holt sich der Mischke den Ball. Und macht einen Pass auf den. Wir haben noch einen Wiederholungswurf. Nein, er schafft es nicht. Okay, jetzt wird es noch schwieriger, in der nächste Runde den Touchdown zu machen. Vor allen Dingen, wenn der Elf den Ball jetzt einfach wieder nimmt.
Vielleicht hätte er den auch einfach halten müssen und dann wäre vielleicht besser gewesen. Aber er kriegt den Ball auch nicht so ohne weiteres. Ja, er hat ihn. Und wenn der jetzt umgehauen wird, dann ist vorbei. Nee, alles klar. Läuft. Noch ist es möglich. Wir arbeiten dran. So. Das heißt, wir müssen wieder zuerst den Ballträger entfernen. Dafür müssen wir zuerst mal den hier hauen. Ja, mit dem Mischka waren wir vielleicht ein bisschen dumm. Aber gut. Die einzige Möglichkeit, die wir haben. Rügen. So. Jetzt der Lesrak, den Ballträger. Hat der halt keinen Blocken. Sehr gut. So, der Ball ist wieder frei. Leider auf einem Feld in der Tackle-Zone. Das heißt, wir brauchen viel Glück jetzt. Beru, schaffst du das? Wir probieren's. Beru? Nein. Ne, Beru kann das nicht. Und zumindest haben wir den Ball wieder eingefangen. Ja. Also ihr seht schon, Agility-Spiel ist nicht so wirklich Chaos-Sache. So, hier kommt nochmal ein total unnötiger Blitz. Ja, der müsste jetzt eigentlich nochmal mit einem Casualty bestraft werden. Komm. Alles klar, das Match ist zu Ende. Wir haben auch zum zweiten Mal nicht zwei, sondern drei Touchdowns gemacht. Wir wiederholen unseren Wurf hier mal und würfeln trotzdem weiter eine 1. Wie doof. Okay. Und Backfisch ist Spieler des Spiels geworden, ist jetzt auch wieder in Reichweite für einen Stufenaufstieg. Interessant, interessant. Aber wir haben ja zwei Spieler, die eine Stufe aufgestiegen sind. Jetzt gucke ich mal, wie irgendeiner von uns gar... Ja, hier, der Eloy, das hat Guard inzwischen. Aber wie ihr seht, irgendwie kommt das nicht wirklich zum Tragen. Aber, naja. Hat man's, hat man's. Ne? So, der Frank. Stufe aufsteigen, Würfel werfen. Ein ganz normaler Aufstieg. Der hat schon Tackle und er hat... Knochenbrecher. Ich könnte ihm jetzt auch Unterstützung geben. Oder er kriegt halt auch Klauen. Ich glaube, ich gebe ihm Klauen. Das ist halt gefährlicher. Das ist schon eine böse Kombo. Wenn jetzt noch Zerquetschen dazu kommt, ist wirklich fies. Und dann noch Abrollen dahinterher. Bei einem Patsch. Dann wird es richtig fies. So, Cartman. Stufe aufsteigen und der kriegt Tackle, wenn er jetzt nicht... Ja, okay, alles klar. Machen wir Tackle, Tackle, Tackle für Cartman endlich. Ja, Cartman ist auch hier sehr stark unterwegs. Okay. Ja, dann ist es das. Am nächsten Mal geht es schon wieder gegen die Lightning Talons, die Dunkelelfen, also jetzt haben wir alle Elfen durch hier. Wir gucken mal kurz in den Mega Cup rein, wie es läuft. Der Spielplan. So, wir haben hier noch die Fearless Warriors und die Raging Brawlers. Das klingt irgendwie ein bisschen mehr nach, ja, einmal ein Menschenteam und ein Bretonenteam. Das ist sehr, sehr Agility-mäßig drauf hier. Ah. Auch vom Team-Rating können höchstens die Avengers hier mit uns mithalten, aber die sind scheinbar schon ausgeschieden. So wie das hier aussieht. Wir sind ja schon an Tag 3 von 4. Die besten Liste können wir uns mal angucken hier. Zwei Siege.
sind die komischen hier einen Sieg an Unentschieden. Einen Sieg an die Niederlage. Ja, sehr komisch. Ey, Last Prince ist da hinten. Okay. Alles klar. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Have fun, euer Quali. Tschüss.